zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest. Harans Tage sind gezählt. Und somit herzlich willkommen beim nächsten Let's Play-Projekt von mir. Und ja, Dying Light. Ich hab's mal kurz angesagt, aber war nichts Öffentliches. Ich spiele das Ganze im Singleplayer. Falls ihr euch jetzt fragt, es gibt einen Koop. Aber es gibt da auch einige Probleme im Koop. Also zumindest bei meiner Seite. Ich weiß nicht, ob alle diese Probleme haben. Deshalb mache ich es einfach Singleplayer. Ja, ich kann fortfahren. Ich habe mal kurz angespielt mit einem Kollegen, einfach um zu testen, ob es klappt von der Aufnahme. Sollte alles gehen. Ich mache jetzt einfach mal Kampagne spielen. Ja, ich habe 11% Story. Ich habe da mal wirklich kurz angespielt. Also kurz, 6 Stunden, 7 Stunden, also kurz angespielt. Wir starten auf jeden Fall ein neues Spiel, wenn ich jetzt wüsste, wie. Da, neues Spiel. Spiel starten. Aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRE die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRE erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRE-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Okay, und bis jetzt muss ich sagen, es sieht jetzt schon geil aus. Ich hoffe, die Aufnahme ist alles... Ich hoffe, das ist alles okay, weil ich bin mir nicht sicher, ob das mein PC verkraftet, das aufzunehmen. Das heißt, ich probiere es gerade nur. Au. Sind jetzt einfach... Siehst du, das war gelandet? Kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Oh, verdammt, wir sind gerade irgendwo unten drin gelandet. Au. Komm, wir müssen los. Er muss runter von der Straße. Ah.
Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Da hatten wir wohl einen wirklich schlechten Start in den Tag. Direkt mal gebissen am Arm, Kopfwunde durch irgendwelche Schläger oder wer weiß, was die genau vorhatten. Die Stadt Harran. Fortfahren, ja, machen wir einfach mal. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da, schon wieder! Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie, lauf! Scheiße, mein Kopf! Und somit sage ich nochmal Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play von Dying Light. Was haben wir denn da? Hans 3 und Evil Massacre, Alien Zombies from Mars, Closer Than You Think. Interessant, okay. Ich hoffe, ich fahre jetzt ein bisschen mit dem... Es sollte alles flüssig sein. Ich kann es jetzt nicht gerade beurteilen, weil ich mache das jetzt Ganze... Ich nehme das Ganze wieder mal mit Shadowplay auf, weil alle anderen Programme bringen nicht die Leistung, die es braucht. Muss es dafür einfach encoden nachher und ich hoffe, ich krieg's hin. Ansonsten wird vielleicht dieses Let's Play nie erscheinen, ich weiß es nicht. Okay, wir sind aufgewacht, irgendwo in einem Haus. Dann gehen wir mal kurz raus und schauen nach dem Rechten. Können wir irgendwas bewegen? Nee, wir können nur... Sie befinden sich am gesicherten Bereich, okay. Wir sind also sicher. Vor was? Ich habe keinen Plan. Oh. Sehr schön. Haben wir noch ein bisschen Musik? Die Küche? Können wir irgendwas hier nehmen? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, wir müssen erstmal rausgehen und... mit, keine Ahnung, Leuten reden oder irgend... Okay, ist dunkel. Gehen wir erstmal raus. Öffnen. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies. Siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Okay, 31. Wir fragen mal den Boss. 31, das ist deine Nummer. Vielen Dank. Okay, was ist da hinten? Wir können wahrscheinlich noch jetzt gar nichts interaktiv tun, oder? Nee, wir können noch. Wir müssen erstmal melden sich beim Boss im Raum 190. 31. Und wir haben... Was? 31 habe ich nicht ganz verstanden. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Ich konnte nichts dafür, dass er... Okay, eigentlich konnte ich doch was dafür, dass er drauf ging. Hallo, Derek. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Nicht sehr gesprächig, der Typ. Okay, immerhin wir gehen sagt er... auf, einer nach dem anderen. Oben. Was ist das hier? Sickbay. Und du bist? Crane... 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Wie geht's Ihnen heute? Oh. Ah, da klingt mein Handy im Hintergrund. Verdammt. Ich hätte es wohl ausschalten sollen, als ich angefangen habe zu aufnehmen. Ich hab's komplett vergessen. Ja gut, mache ich nachher in der Aufnahmepause. Headquarter. Ich denke, ist das hier? Laut Minimap, ja. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Vielen Dank. Und dann sagen wir mal Hallo. Okay. Was läuft im Fernsehen?
Kann ich mir das anschauen, ohne dass ich hier gestört werde? Remember, Kids, aim for the head. Ja, das ist definitiv ein Kinderprogramm. Und das ist in dem Fall der Boss. Dann gehen wir mal raus. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wieder haben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Okay, das heißt, wir haben gerade mit Rahim geredet. Keine Ahnung, welche Position der jetzt hier hat. Anscheinend ist er nicht der Boss. Ich bin nicht faul. Ich bin nicht faul. Das ist ja schon mal eine Ansage. Begib dich in den 13. Stock und suche nach dem verschollenen Überlebenden. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Irgendwie. Laut Minimap hier. Alter. Alter. Ich feier die Aussicht jetzt. Alter. Und was hast du zu sagen? Gar nichts. War klar. Und das ist zu hell, da sehe ich nichts. Rauchen ist ungesund. Auch nichts zu... Hallo, Maus? Ja, jetzt. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Was ist im 13. Stock geschehen? Ich will's nicht, ich geh jetzt mal rein. Ein Fahrstuhl. Ja. Da sind ja einige draufgegangen. Nicht gerade sehr appetitlich. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier! Okay, wir haben Kontakt mit unserem Auftraggeber aufgenommen. Ich denke mal, es ist sowas in der Art. Ich muss unbedingt schauen, was... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich ab und zu so ein Flimmern im Bild habe oder so einen Strich mittendrin. Ich hoffe, ich kriege das im nächsten Part raus und wenn es in der Aufnahme zu krass drin ist, werde ich wahrscheinlich das Ganze neu aufnehmen müssen. Ich werde es dann wohl sehen. Eigentlich könnte ich das jetzt gerade jetzt machen. Ich mache hier, so leid es mir tut, und ich mache sehr gerne Überstunden, also Überzeit bei den Let's Plays und das wisst ihr alle.
Auch beim ersten Part mache ich normalerweise immer eine halbe Stunde, aber ich möchte gerne nachschauen, ob die Aufnahme intakt ist. Deshalb würde ich sagen, ich mache hier zuerst mal einen Cut. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Dying Light. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.